Max Uthoff! Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Florian Schröder, der geschätzte Kollege, der fantastische Imitator, steht hinter der Bühne. Ich habe nämlich jetzt gesagt, ich werde ihn jetzt erstmal ein bisschen dissen zu Anfang. Deswegen an alle Veganer und Leute, die versuchen, sich ein bisschen bewusster zu ernähren in ihrem Leben. Ich werde Florian Schröder gleich nach der Vorstellung eine Salatgurke zwischen die Ohren schieben. Und wenn er dann, und dann werde ich ihm zur Entschädigung einen Cappuccino hinstellen, also einen Kaffee mit dem frisch aufgebrühten Drüsensekret eines artfremden Säugetiers. Und dann werde ich ihm die Ergebnisse der China Study vorlesen, wie besagt, wie sehr die Zivilisationskrankheiten in China durch den gestiegenen Fleisch- und Milchkonsum angestiegen sind. Habe ich eigentlich schon? Dankeschön. Ich habe, habe ich euch schon gesagt, dass ich gegen die Olympia-Bewerbung von Berlin bin. Ganz wichtig. Ich bin gegen Olympia. Wir sollten, wir Deutschen sollten uns tunlichst von Patriotismus fernhalten, weil wir nicht damit umgehen können. Machen wir uns nichts vor. Heribert Prandtl aus der Süddeutschen Zeitung hat das sehr schön formuliert. Deutschland ist, was Nationalismus, Patriotismus betrifft, ein trockener Alkoholiker. Jede Meisterschaft, jede Goldmedaille kann da den Rückfall bedeuten. Und in der letzten Zeit haben wir erstaunlich viele Menschen wieder gesehen, die demonstrativ das Vakuum zwischen ihren Ohren spazierengehend zur Schau stellen und die, denen man auch ins Stammhirn ritzen muss, allen von Pegida, AfD oder Leuten, die gerne mal stolz auf ihr Land sind. Es gibt überhaupt keinen positiven Patriotismus. Sozialforscher haben längst festgestellt, die Bindung an das eigene Land fördert immer die Ablehnung des Fremden. Nationalismus ist die Straßenhure unter den Gefühlen. Billig muss es fast mit jedem treiben und wenn man nicht aufpasst, fängt man sich was Schlimmeres ein. Und wenn man schon auf die Straße geht, dann und wenn man schon auf die Straße geht, um seine politische Meinung zu artikulieren, dann bitte vorher auf die Formulierungen achten. Verstehen Sie, patriotischer Europäer, was soll das sein? Patriotischer Europäer ist ein Autist im Swingerclub. Das passt nicht. Wie überhaupt da natürlich gegen diffuse Ängste demonstriert wird in diesen Städten. Es gibt ja übrigens schon Ableger von Pegida in anderen Ländern Europas. Und ich glaube, da sind wir endgültig beim Wahnsinn angekommen, wenn Nationalismus zum Exportschlager wird. Aber letztlich muss man Ihnen auch sagen, wer hinter Schildern mit volksverhetzendem Gut hinterherläuft, der darf sich dann nicht wundern, dass man ihn in die rechte Ecke stellt. Gerne wird ja auch auf die Behauptung, dass Sie zu weit rechts stehen, von Pegida-Leuten mit dem Argument geantwortet, ich bin kein Nazi, Sie Volksverräter, schneiden wir dann live raus. Die Angst vor Islamisierung ist in Dresden natürlich absurd. 4000 Moslems gibt es in Dresden. Ich stelle mich doch nicht an den Fuß eines Hügels und demonstriere gegen meine Höhenangst. Das einzige Mal, dass man in Dresden in den letzten 20 Jahren einen religiösen Fanatiker erlebt hat, das war, als Joachim Gauck die Semperoper besucht hat. Das ist auch ein Grund, warum ich gegen Olympia in Berlin bin. Das wird wieder eine Möglichkeit sein, an der wir wahrscheinlich auf den Besuch von Joachim Gauck nicht werden verzichten können. Und das muss unbedingt vermieden werden, solche Veranstaltungen. Joachim Gauck ist ein Mann, das kann man im Kabarett auch mal zugestehen, ein Mann, dessen Reden viele Menschen berühren, kann man schon auch mal sagen. Viele Menschen sind von den Reden Joachim Gaucks berührt. Aber ich glaube, niemand ist von einer Rede Joachim Gaucks so berührt wie Joachim Gauck. Und das hat er da nicht am Tag der deutschen Einheit wieder in die Welt gedrechselt. Der Mann schraubt Wortgirlanden, dem plumpsen Sätze aus dem Sprachbehälter, da machen wir uns überhaupt keine Begriffe davon. Ein Satz am Tag der deutschen Einheit war so großartig, dass die Süddeutsche ihn am nächsten Tag in Gänsefüßchen nochmal zitiert hat. Und er lautet, Befreiung ist beglückender als Freiheit. Ja, nicht wahr? Und das ist doch schon wieder so eine gauksche Sprachperle, nicht wahr? Bei der man erst sagt, ja. Und dann, nee. Sie können auf diesem Satz bis 4 Uhr morgens rumkauen, der wird nicht mehr Sinn ergeben. Befreiung ist beglückender als Freiheit. Deutlich konsequenter wäre es zu behaupten, Befriedigung ist beglückender als Friede. Aber er hat stramme Arbeit geleistet als Vertreter des neuen Nationalbewusstseins bei der Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik. Unsere Panzerhaubitze aus dem Schloss Bellevue. Das ist ein Mann, großartig, der die Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik vorangetrieben hat. Und ganz ehrlich unter uns, für seinen Satz, es ist für eine glückssüchtige Gesellschaft nur schwer zu ertragen, dass deutsche Soldaten wieder fallen, wird er bei mir auf ewig einen Platz im nationalen Wichsfigurenkabinett behalten. An
An seiner Seite Ursula von der Leyen, die mithilft dabei. Ursula von der Leyen, die schönste Verteidigungsministerin seit Karl Theodor von und zu Gutenberg. Die nicht nur die Jacken ihrer Töchter, sondern auch den Stahlhelm ihres Vaters aufträgt und die innerhalb der Union schon Stufe Titan 4 erreicht hat. Als Dritter im Bunde Frankie Boy Steinmeier, der immer beschäftigt ist, die Geister wieder einzufangen, die er gerufen hat. Und der dafür sorgt, dass das Ganze auch sprachlich hübsch verpackt wird. Der Steinmeier, der spricht ja fließend diplomatisch. Fließend. Der stellt sich ja auch nicht einfach so in ein fremdes Land und sagt, hör mal zu, ihr Penner, wir brauchen euer Öl. Der stellt sich hin und sagt, ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass Europa ein Interesse in der Region formulieren muss. Der sagt ja auch nicht, ich gehe Brötchen holen. Der sagt, ich stelle mich meiner morgendlichen Verantwortung. Aber wenn schon Krieg, dann hätte ich gerne eine konsistente Begründung. Und wer hat uns die aus Versehen letztes Jahr geliefert? Der Franzl, der Papst Franziskus, über den man natürlich in der letzten Zeit auch mal den Kopf schütteln kann. Ich finde, er ist vor allen Dingen in erster Linie inkonsequent. Der Mann, das kannst du nicht machen. An einem Tag wettert er gegen das organisierte Verbrechen, zwei Tage später empfängt er eine CSU-Delegation. Aber manchmal hat er auch einen hellen Moment. Er hat letztes Jahr mal kurz die Weltlage im Interview erklärt, hat gesagt, naja, der Kapitalismus braucht, wie jedes Imperium, Kriege, um zu überleben. Da man keinen Weltkrieg führen kann, führt man eben regionale Konflikte. Der Bingo, der Papst erklärt uns die Welt, ich glaube, das Ende ist nahe. Was wird als nächstes passieren, wird uns Peter Hane die Faszination von Speed Metal erklären. Der Papst erklärt uns den Krieg und der Friedensnobelpreisträger Barack Obama bekommt jeden Dienstag im Oval Office seine Kill-List vorgelegt, auf der die Namen all derer stehen, die in den nächsten Stunden durch amerikanische Drohnen ihr Leben verlieren werden. Wenn er sich mit der Unterschrift beeilt, schafft das vielleicht noch ins Fitnessstudio. Die amerikanische Außenpolitik, die er seit Jahrzehnten unter dem Motto firmiert Fuck and Cover, da wird immer geschaut, wenn die Rohstoffzufuhr in Bedrängnis gerät, dann wird in diesem Land eine Friedensbewegung initiiert. Viel gute Laune und Musik auf dem Marktplatz, bis plötzlich irgendwo ein Schuss fällt und das Ganze zu einem Bürgerkrieg eskaliert, bei dem man jahrelang gut Waffen verkaufen kann und irgendwann schaut man selbst vorbei, hinterlässt eine Militärbasis und kümmert sich wieder selbst um die Vermarktung der Rohstoffe. Die Amerikaner haben, Noam Chomsky, der Linguistikprofessor, hat die Amerikaner außenpolitisch schon vor Jahren als Terroreinheit qualifiziert. Das sind sie auch, aber eben technisch besser drauf als der Gegner. Die haben auch am konsequentesten auf das Attentat bei Charlie Hebdo reagiert mit einer Urheberrechtsklage. Denn die Tötung von unbewaffneten Zivilisten verstößt ja gegen US-Patent. Getötet wird da relativ unbürokratisch durch Drohnen, steht auch auf jeder Drohne drauf. Diese Exekution ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig. Aber ich möchte vielleicht nicht allzu bitter enden, am Schluss vielleicht einen kleinen versöhnlichen Gedanken. Ich weiß nicht, ob Sie die wundervolle Nachricht schon gehört haben. George Bush möchte ein bisschen Wiedergutmachung leisten und er hat angekündigt, die Köpfe der von der ISIS abgeschnittenen, Köpfe syrischer Soldaten in Öl zu mahlen und das Ganze für einen guten Zweck zu versteigern. Sie werden mir zustimmen, das ist eine schöne Nachricht am Ende meines Vortrags. Vielen Dank.